für die Bündnis 90 die Grünen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, es grenzt doch an ein Wunder, dass in der krisengeplagten und von Gewalt erschütterten Region des Nahen und Mittleren Osten ein kleines Land trotz gewaltiger eigener Probleme, Rückschläge und Herausforderungen nicht auch noch in Instabilität und Chaos abgleitet. Der Libanon. Die Menschen dort leiden unter der korrupten und ineffizienten Verwaltung, ob es sich um Wasser, Elektrizität oder die Entsorgung von Müll handelt. Die politische Situation ist nach wie vor mehr als schwierig. Seit 2014 konnten sich die zerstrittenen Kräfte im Parlament immer noch nicht auf einen Präsidenten einigen. Es gibt Waffen in gefährlichem Überfluss und in den falschen Händen. Zahlreiche politische, aber auch bewaffnete und terroristische Gruppierungen, die bewusst ethnische und konfessionelle Spannungen schüren und versuchen, den Libanon auch in den Strudel der Gewalt des Syrien-Konfliktes hineinzuziehen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die größte, immense Herausforderung für die Menschen im Land, das bei weitem nicht so politisch stabil ist und wirtschaftlich so wohlhabend wie viele europäische Länder, ist aber die hohe Zahl der Flüchtlinge. Und wenn Politiker ohne Herz und Hirn in Deutschland über Belastungsgrenzen klagen, dann sollten sie sich vielleicht einmal klarmachen, dass im Libanon seit Jahren jeder vierte Mensch ein Flüchtling ist. Und ich kann bis heute nicht fassen, dass trotz aller Gipfelbilder und schönen Absichtsbekundungen die reichen Staaten dieser Welt sich weigern, die Menschen im Libanon bei dieser schwierigen Aufgabe zu unterstützen. Die Programme sind nur zu einem Bruchteil ausfinanziert, ungefähr ein Viertel. Und Herr Staatsminister, dann ist es doch mehr als beschönigend, wenn Sie hier davon sprechen, dass man den Libanon nicht alleine lassen darf. Es ist aber nicht nur herzlos und zynisch, sondern es ist auch sicherheitspolitisch kurzsichtig und brandgefährlich. Liebe Kolleginnen und Kollegen, bei allen schlechten, schrecklichen und deprimierenden Nachrichten aus der Region muss man aber auch eins feststellen. Die Friedensmission der Vereinten Nationen, UNIFIL, ist eine jahrelange Erfolgsgeschichte. Sie hat nicht nur 2006 dazu beigetragen, den Krieg zwischen Libanon und Israel zu beenden, sondern sie ist auch heute noch, 10 Jahre später, ein unverzichtbarer Beitrag zur Gewaltprävention, zur Friedenserhaltung, zur Konfliktlösung und zum Dialog. Und da müssen wir eben nur an den Beginn dieses Jahres schauen, wo es einen Anschlag der Hisbollah gab, der mit einem israelischen Militärschlag dann auch beantwortet wurde. Und es braucht doch auch wirklich nicht viel Fantasie, sich vorzustellen, wie aus einem solchen Vorfall eine neue Eskalationsdynamik entstehen kann. Eine weitere Krise in der Region oder ein Aufflammen alter Konflikte, das wäre doch verheerend. Und UNIFIL ist im Libanon genau die Mission, die das verhindert. Es ist das einzige Forum, das direkte Gespräche zwischen den beiden Parteien Israel und Libanon ermöglicht. Und Herr Gerke, weil Sie die Frage gestellt haben, warum Deutschland sich dann noch daran beteiligen muss. Wir wurden nicht nur damals darum von beiden Staaten gebeten, sondern werden es heute auch immer wiederholt getan. Also Sie bitten um den deutschen Beitrag und Sie honorieren ihn ausdrücklich. Die Mission übernimmt aber auch Aufgaben in den Bereichen Grenzsicherung, Unterbindung des Waffenschmuggels über den Seeweg oder auch im Rahmen der Ausbildung der libanesischen Sicherheitskräfte. Liebe Kolleginnen und Kollegen, auch wenn es schwerfällt, manchmal positive Entwicklungen auszumachen und auch klar ist, dass ein Waffenstillstand und eine Friedensmission nicht automatisch sicheren und gefestigten Frieden bedeuten, die Erfolge von UNIFIL, man darf sie nicht kleinreden, sondern sie müssen bewahrt und fortgeschrieben werden. Es wäre falsch und fatal, die Mission zu beenden. Es ist aber auch gefährlich zu glauben, dass sie allein Stabilität und Sicherheit gewährleisten kann angesichts der höchst fragilen Lage. Ja, die Aufnahmebereitschaft der Menschen im Libanon ist sehr beeindruckend, aber ohne weitere internationale Hilfe, und die darf nicht so halbherzig sein wie in den vergangenen Jahren, wird das, was in der Vergangenheit erreicht worden ist, fahrlässig aufs Spiel gesetzt. Und daher möchte ich mit dem Appell an die Bundesregierung und an die anderen reichen Staaten dieser Welt enden, dass sie ihre humanitäre Verantwortung endlich ernst nehmen und ihr endlich auch gerecht werden für die Menschen im Libanon und die Flüchtlinge dort. Vielen Dank. Für die CDU-CSU-Fraktion spricht jetzt der Kollege Florian Hahn.